Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes das Schweinchen, ne? Und dann würde ich doch hier in dem Gebiet tatsächlich die Zukunft fertig sammeln. Sind ja nur noch 30. Der Schlossschlitzer. So, wo ist denn mein Zielmonster? Die Herr ist damit. Ganz da hinten. Na gut, dann sammle ich jetzt hier die fertig auf, ne? Und ich muss dringend meine Feuerwaffe verbessern. Oder generell meine Waffen. Also kann sein, dass ich in längerer Zeit kein White Hearts mehr mache, weil ich meine Waffen ein bisschen boosten will. Ich sehe den einen schon, deswegen markiere ich mir den nächsten. Das sind die alle auf so einem Eisding? Ich glaube, ich sehe einen sogar von hier. Hallo, ich habe gerade eben einen deiner Brüder umgebracht. Da steckt ein Schwert. Oh, jetzt guckt doch endlich in die richtige Richtung. Nee. Ozuki-Talisman nichts tun. So, ich sammle die ein. Ach, da, guck mal. Da ganz am Eck ist offenbar auch einer. Ja. Gut, da wäre ich wahrscheinlich auch selbst drauf gekommen, dass da was ist. Also die Ecke ist ja mega verdächtig. Das wäre so eine typische Angelstelle in Monster Hunter. So, da sehe ich schon mal einen. Alles, was ich jetzt sammle, muss ich später nicht mehr sammeln. So, und hier soll auch nur eine sein. Wahrscheinlich wirklich oben drauf, ne? Warum kann ich diese Leiter nicht hochklettern? Ja. Hier soll doch einer sein, oder nicht? Ja, da oben drauf. Da hinten ist direkt der nächste oben drauf. Das Ding auch so lange wie ich kann. Ja, ich habe ihn gesehen. Das Schweinchen, das kommt mir auch entgegen. Also kann ich hier auch ruhig erstmal die Sachen alle sammeln. Ist das richtig? Da ist auch noch mal irgendein geheimes Ding. Nee, da ist dieses geheime Lager, was man geschenkt bekommt. Da sollte ich eventuell auch mal hin, bevor ich den umbringe. Ach, da ist auch noch einer. Hier geht's rein zu dem geheimen Versteck, das ich auf jeden Fall mitnehmen will. Der ganze Talisman. Schnee. Weiter zu Kumo. Oh, haben mit dem nächsten dann schon 30.
Und dabei mache ich gerade eigentlich noch nicht mal die Jagd. Ich will nur das Lager da holen. Oh, mach ich mir nicht einfach. So, hier ist ein neuer Kumpel. Wer hat hier denn gewütet? Hier sind auch noch mal drei Dinger zum Mitnehmen. Das ist wahrscheinlich über die Etagen verteilt. Ist einmal hier kreiswärts hochlaufen. Fast runtergefallen. Ja, hier wäre was. Also noch mal einen weiter hoch. Da ist ein kleiner Freund. Sammeln wir den noch auf. Hier ist auch ein Brunnen. Okay, hier kommt ein Lager hin. Würde ich sagen, kommt hier noch eine Schmiede hin. Gucken wir mal die Karte an. Aber ich kann hier an dem Ausgang ruhig noch einen Turm hinstellen, so weit wie möglich hier an der rechten Kante. Die perfekte Position. Und sonst brauche ich hier an der Stelle nichts. Okay, ein Talisman, Ichiro-Talisman, sinnloser Tod und eine Nachricht. Das Tagebuch der Prinzessin, Teil 1, wir hatten Teil 2 schon. Mein Name ist Sakura, Mutter drängt mich seit langem ein Tagebuch zu führen und ich habe endlich nachgegeben. Aber was soll ich denn schreiben? Ach, natürlich, Ushishige ist gestern Abend auf das Dach des Bergfriedes geklettert. So etwas passiert nicht alle Tage. So, ist hier noch irgendwas? Ja, hier sind noch zwei Fragezeichen. Wahrscheinlich noch mal höher? Weil es ging ja noch höher. An der einen Stelle. Hier. Okay, da unten sehe ich den einen. Schon mal vermerkt. ...31 haben wir damit. Dann holen wir jetzt... ...wo auch immer der ist. Man sieht das halt nicht von... ...der Position her. Ja toll, meine Schmiede steht genau da drüber. Oberhalb von der Schmiede. Ansonsten wahrscheinlich im Untergrund. Okay, den suche ich wann anders weiter. Wir jagen jetzt das Monster. Ich habe da jetzt lang genug gesucht. Die richtige Tsukumo-Jagd hat ja noch nicht begonnen. Und ich habe jetzt eine halbe Stunde damit verschwendet, dieses eine Ding zu suchen. Die Tsukumo-Jagd machen wir, nachdem ich den da umgebracht habe. Komme ich rein zufällig damit schon rüber? Nein.
Komm, mein Dickerchen. Komm her, Pumba. Du hast so das ein oder andere Horn, das ich abtrennen will. Wenig sagen, diese Reifkristalle sehen immer aus wie Beeren. Hallo, ich hab da nur einmal drauf gehauen, brauchst nicht direkt lossprinten. Hörnchen. Ach, guck mal, den Drachenschlund habe ich glaube ich auch noch nicht. Nö. Komm her. Aktiviere dich schon mal. Eslon. Eslon. Wollt nur den Drachenschlund aktivieren. Das könnte nützlich sein. Ihr habt den Stress angefangen. Ich führe es nur zu Ende. Ja, erlegt ihn doch. Manchmal stellen die sich aber auch an, die Spielcharaktere. Ich komme, um dir den Tag zu ruinieren und du mir meinen. Warum ist da auf einmal eine Wand? Die war vorher nicht da. Komm her! Fertig! Nimm das! Ehrenwerte Jagdgrund an der Erde und indem er erstmal für uns wiggelt. Sieht auch so aus, als ob du schon was mitgemacht hast. Es kann losgehen. Nimm das. Oh ja, man merkt, dass das Ding schneller runtergeht. Hat die Wölfe nebenbei umgebracht? In der Gegend! Ja, fein! Oh! Hab's gerade gesehen! Ach so, das ist kein Schwert zum Mitnehmen. Ich dachte, das ist ja eins dieser Ornamente.
losgehen. Stehst du da rein? Natürlich geht's gut. Da ist doch, wenn ich einen Schlag kassiere, diese Leiste, die muss ich nutzen, solange sie aktiv ist. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. So, das Geschütz weiß schon, was es tut. Fertig. Hau drauf! Das wird dir nicht gefallen. Nicht so! Ich sehe gar nicht wirklich, wie der sich jetzt verändert hat. Ach, seine Haue haben sich verändert. Okay, seine Attacken sind deutlich intensiver geworden. Und ab das Ding! So, als nächstes sind die Stoßzähne dran. Ich hab's zu spät realisiert. Och Mann. Okay, ciao. Nee, mal gucken, ob hier irgendwas ist nicht mehr aktiv. Ich hätte jetzt sonst gesagt, gucken, ob hier vielleicht ein Zokomo gammelt. Na komm, euch gönne ich mir. Wenn ihr schon tot liegt. Hab das Gefühl, von eurem Zeug kann man nie genug haben. Jetzt hör auf zu sprinten und setz das Ding. Ja. Danke. Soll mal nachgucken. Okay, da kann man nicht rein. Das wäre sonst wirklich so eine Stelle gewesen, wo ich gesagt hätte, da sitzt doch 100% einer drin. Ah, da oben saß zumindest einer. Also, kein Minus gemacht. Stehst du ja noch da vorne? Ja, du wärst irre weit gesprintet. Irgendwas, an den ich mir ein bisschen Fäden holen kann? An dem Baum da hinten. Die Wölfe, die sterben sowieso nebenbei. Ja, der rastet erstmal aus. Da wäre ich dann sowieso nicht reingerannt. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Ging der Eifrotten von ihm weg? Aua. Der hat bisher auch nirgendwo eine Wunde.
Ball! Das, er hat endlich eine Wunde. Das Gute ist, der hat gute Plätze, wo man sich festhalten kann. Ich sehe es gerade wieder zurück. Muss von der rechten Seite kommen. Rein an den Speck. Nein, ich will das nicht. Hör auf. Dir nicht gefallen. Hier noch eine Wunde. Oh, tot! Hätte nicht gedacht, dass du schon am Arsch bist. Warte, ich sammle erst noch die Dinger hier auf. Nara, Senior Piggy. Verzeih. War tatsächlich wesentlich einfacher, als ich dachte. Ich habe gar nicht gesehen, dass er 6 Augen hatte. Die Gebäudenerweiterungen wurden abgeschlossen. So. Okay, das Schweinchen hat keine eigene Rüstung. Waffe gucken. Ja, das Schwein ist das Mittelstück. Ich müsste aber trotzdem das Elfenbein abhacken. Das ist der in das Horn. Können es wahrscheinlich auch nicht bei der Knarre verbessern. Nee. Braucht alles diesen Eisbein. Aber guck mal, was für ein Anstieg an Kraft das ist. 116, 228. Einfach fast das Doppelte. Und hier ist es halt sogar nochmal 100 mehr. Allein die Wasserwaffen sollte ich definitiv einmal aufbessern. Die ganzen Waffen. Auch bei dem Katana ist ein guter Angriffsanstieg. Ja, ich würde sagen, gehen wir darüber, holen uns ab, was die da gemacht haben. Und dann würde ich jetzt tatsächlich die letzten Zuchumus in dem Gebiet jetzt suchen. Da muss ich mich dann auch nicht großartig vorbereiten, was die Ausrüstung angeht. Ein weiteres Gebäude ist fertig. Aber Minato ist groß. Hatte ich die Transparenz nicht auf 100 gemacht? Für weitere Bauten. Hier, eine neue Tasche. Ihr könnt später nach unserem Fortschritt sehen. Wartet. Warum war das auf 0? So, wir haben 31 Zuckumus jetzt schon in dem Gebiet. Ich bleibe bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hin
Ach, es gibt sogar eine Quest, wo man die beide einmal zusammenjagen muss. Ja, na du mich auch spiel. Also, es sind ja wie gesagt nur noch 18. Ich würde sagen, wir sammeln die jetzt und dann ist für heute Schluss. Das würde ich dann auch, was YouTube-technisch angeht, im selben Part lassen wie den Eisgrunzler da gerade. Wie hieß der? Ja, Eisgrunzler. So. Aufbrechen. Die Wehre ist damit! So. Ich würde sagen, wir sammeln hier zuerst. Oder? Nee, ich würde sagen, wir sammeln von hier aus zuerst. Was ich auch eben kurz gucken will. Ich bezweifle, dass der irgendwas hatte. Also irgendein Geistesblitz. Aber ich gucke trotzdem mal drüber. Die Kettenfalle ist bisher meiner Meinung nach das Mächtigste, was wir bekommen haben. Einfach weil es jedes Monster kurzzeitig lahmlegt. Und den Schaden von einem Tier am Brüsten erhöhen, fände ich auch geil. Ah, das Ding, das sollte ich auch mir holen. Okay. Das hier interessiert mich. Ich baue das einmal hier hin. Was kann ich da hineinsetzen? Ach, die ganzen Viecher, die man jagt. Ah. Wo sind die Kaninchen? Die tue ich mal zuerst rein. Hallo. Oh, ist das süß. Aber muss man für jedes Tier einen einzelnen Käfig bauen? Vor allen Dingen, man braucht doch dann jedes Vieh nur einmal, oder sehe ich das falsch? Warte mal. So, ich habe mal zwei weitere gebaut. Da tue ich dann noch die Zitrusdufteule rein. Und das Hörnchen. Ich habe es nicht bestätigt. So. Hallo. Wir haben jetzt hier drei Haustiere. Kann ich bei mir zu Hause bestimmt eine Ecke setzen, wo ich jedes Tier einmal reinsetze. Ja, war klar. Damit wären es dann nur noch 17. Ich denke, für den muss ich wirklich in den Untergrund noch mal rein. Für den einen hier. Da, ich habe ihn gesehen. So, den als nächstes. Dann würde ich hier rüber gehen, gucken, dass ich in den Untergrund gehe und da das Ding dann einsammle. Und dann machen wir so eine Runde einmal am Rand entlang. Okay, da oben drauf. Wie habe ich den denn übersehen? Wisst ihr, was ich auch viel cooler gefunden hätte, wenn hier ein Lava-Affe gewesen wäre? Ach, kein Lava, ein Eisaffe. Das wäre viel, viel cooler gewesen. Weil das auch mehr zu der Umgebung gepasst hätte. Ach da. So ein winzig kleinen Sims. Ey, wie lange habe ich den jetzt gesucht? Das
ist doch unglaublich. Ja, 37. Oh, ich sehe was. Ich muss hier noch einen aufstellen. Warte mal. Ich erwähle diese. Warte, ich reiße den ab und stelle den dahin. Mensch. Dann kann sie anstellen. Bin mir gerade nicht sicher, ob das von der Zahl her so aufgeht. Der Charakter ist schon wieder zu doof zum Festhalten. Ich liebe diese Fähigkeit, die mir einfach anzeigt, wo die Zukunft sind. Ich würde die sonst teilweise wahrscheinlich gar nicht finden. Was ist das jetzt für ein Bockmist? Warum bin ich jetzt den ganzen Weg runtergerutscht? Wo komme ich hier jetzt wieder hoch? Willst mich doch verarschen. So, komm her, kleiner Kumpel. Nur noch 10, dann haben wir's. Wahrscheinlich da vorne an der Klippe, ne? Ne, ich sehe den von hier oben. Gut, den hätte ich einsammeln können, als ich runtergesegelt bin. So, damit haben wir 41. Nur noch 9. Wir kommen voran. Und ich denke mal, alle, die wir jetzt hier finden... ich sollte hier oben... eventuell an der Stelle auch noch mal einen Turm hinsetzen. Einfach nur, damit wir sicherheitshalber wirklich alles abgehakt kriegen. Da wird auch noch mal wahrscheinlich was sein. Da gehe ich die Wette ein. Okay, das Teil nehmen. Oder auch nicht. Ich denke mal auf dem Gebäude. Deswegen versuche ich da rechts zu landen zur Not. Ja, auf dem Gebäude. War komplett richtig, der Gedanke. Ich habe ihn ja auch gerade gesehen, oder nicht? Nee, ist so ein Schwert mal wieder. Lutanisman Schneefer. Ich müsste mir diese Talismane auch mal angucken. So. Da ist das nächste. Eine Nachricht. Und zwar die Notiz eines Jägers Teil 2. Endlich verstehe ich, was du mir schon die ganze Zeit gesagt hast. Dieses Schloss erdrückt mich. Ich halte es hier nicht länger aus. Wie schön es doch wäre, wenn wir zusammen in Minato leben könnten. Verborgenen und doch endlich zusammen. So, warte mal. Genau hier will ich mir den einen Turm nochmal setzen.
Also los. Die Wehre ist damit. Wollte nur auch nur mal sicher gehen, dass auch wirklich alles angezeigt wird. Weil guck, dahinter, das hat er nicht angezeigt. War eine schlaue Idee. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt, nachdem wir den eingesammelt haben, erstmal direkt hier hoch und versuchen da die zwei Teile zu sammeln. Also hier auf dem Gebäude direkt. Ne, direkt davor sogar. Ein weiterer Kimono Tsukumo. Und es sind nur noch 6. Wir haben gleich alle. Wenn ich mir auch diesen Kugel des Kenomo-Baums übrigens angucke, ne? Wir haben da ja so ungefähr die Hälfte, glaube ich. Also wir sind schon recht weit bei dem Spiel. Euch nutze ich, sobald ich die restlichen 6 habe. Hier oben drauf. Ich würde wirklich sagen, hier oben drauf. Von hier aus kann ich hoch. Ja. Liege ich richtig? Man kann da auf jeden Fall stehen. Ja, da steckt ein Schwert. Ideennadel Schicksal. So, jetzt fehlt nur noch das Teil da. Problem ist, ich kann es nicht hundertprozentig anvisieren, weil es genau da drüber mal wieder ist. Praktisch. Na gut, das Konstrukt kann wieder weg. Aber ganz ehrlich, ohne den diese Tsukumo-Fähigkeit, dass man die sieht auf der Karte, beziehungsweise auch für diese Nachrichten und so weiter, man würde das Ding da oben nie im Leben finden. Ach nee, hier ist die Nachricht. Tagebuch 3 der Prinzessin. Eine der Männer meines verstorbenen Vaters floh zurück zum Schloss. Er behauptet, dass mit Ausnahme von Otsuki jede einzelne Festung gefallen ist. Ich fürchte, die hektischen Pinselstriche sind kaum zu entziffern. Ja, ich glaube, da war Panik irgendwie. Okay, da ist das nächste. Und wir müssen hier runterlatschen, weil da war ich safe noch nicht, sonst wäre das Ding aktiv. Das wäre dann mindestens rot. Hab's gesehen. Das ist Nummer 45, glaube ich. Ja, jetzt fehlen nur noch 5. Hier kann man Brunnen bauen. Also hier muss man manchmal den Wolf bekämpfen. Hier habe ich den 2-3 Mal offscreen fertig gemacht. Es war nicht mal der, den ich auf der Karte gerade markiert hatte. Lol. Da oben drauf, auf den Stein sitzt der. Da ist Nummer 46. Weiß man was? Hier kommt direkt die nächste Drachenlinie. Also los. Erstmal Karte gucken. Ja, auf der Spitze. Konnte sogar perfekt hinschießen, auch wenn ich runtergefallen bin. Der Schuss selbst ist durchgekommen. Ja.
Ja, ich sehe ihn. Ah, guck mal, hinter mir ist auch noch mal einer, den ich nicht gesehen habe. So, ich baue eine Stelle, wo ich was spawnen kann. Na gut, hier an der Stelle ist auch leicht zu übersehen. Weißer Talisman Gipfel. So. Den als nächstes. Da kommt mein Vehikel. Ich sehe ihn. Ich brauche ihn gar nicht sonderlich suchen. 48, nur noch zwei fehlen. Nur noch zwei, Leute. Ich komme voran. Ich werde wahrscheinlich bei dem, was ich tue, jetzt eh einmal runterfliegen. Nein, ich habe es wieder hochgeschafft. Auf der anderen Seite davon. Wahrscheinlich. Ach, nee, hier im Baum. Nur noch einer, dann haben wir sie. Sagen, ich schieße mich jetzt einfach von dort aus darüber, ne? Alles andere von der Karte haben wir ja. Hier muss der letzte sein in dem Gebiet. War ich an der Stelle tatsächlich gar nicht? Tatsächlich, hier sitzt er! Ich habe Zukumo-Freundschaft freigeschaltet. Ich kann mir ja gleich angucken, was der Erfolg ist. Wir haben hier alle Zukumos gefunden. Warte mal. Ach. Guck mal ganz kurz bei Steam rein, was dieser Erfolg war. Freunde, ich erfolgreich mit 200 Zukumo an. Ah. So, habt ihr jetzt irgendwas für mich? Bauch-Yuzu. Saat eines gezähmten Kimono. Schneeblatt. Okay. Interessante Materialien habt ihr. Ich wollte gerade ein neues Feuer hier machen, ne? So, aufwärmen. Wir können den Zukumo wieder mal verbessern. So. Machen wir mal zuerst die Heilungsform. Du hast die Quintessenz der Form freigeschaltet. Was für ein Ding? Ach, wir haben die Zukumo-Form auf die maximale Stufe erweitert. Zukumo-Modell-Ornament. Stufe 10 ist Maximum. Dann mache ich die Federneuerung auch mal direkt auf Maximum. Und dann würde ich sagen, Verteidigung ignorieren wir immer erstmal komplett und gehen auf Angriff, damit er mehr Damage drückt. Es macht ihn ja alles nützlicher, was ich ihm hier gebe. So, jetzt können wir nach Minato zurück. Aber ja, ich habe jetzt alle Zukumos in den bisherigen Gebieten gesammelt. Es fehlt ja nur noch eins. Dann haben wir alle Gebiete. Und ich gucke gerade. Hier ungefähr beim Walzrad sind vier. Ja, so knapp zwei Drittel, würde ich sagen, haben wir bisher. Es gibt auch nur noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fusions... Nee, 8 Fusionskarakuri zu finden.
Das heißt noch 8 spezielle Monster auf jeden Fall. Könnte ich die Haustiere hier eigentlich unendlich aufstellen, wenn ich da hinten stehe? Bei meinem Haus? Oder hier beim Trainingsbereich? Nee. Wäre auch ein bisschen krass, ne? Aber man könnte so von jedem Gebiet ungefähr immer so an den Anfang da so 3-4 Käfige hinstellen. Das wäre eine Option. Vielleicht mache ich das offscreen. Okay. Ich speichere hier dann jetzt. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß mit dem heutigen Stream hattet. Beziehungsweise YouTube-Video, weil das ja später noch auf YouTube landen wird. Da werden es nur 2 Teile sein, also 2 Parts. Ich unterteile die Jagden ja in verschiedene Parts. Ebenfalls, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like beim YouTube-Video da. Lasst ein Follow beim Twitch-Kanal da. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.